Ja, hallo ihr Lieben. Wir hatten ja vor einiger Zeit einen Schüler bei uns zu Besuch, der an einem Jugendforschprojekt teilgenommen hat. Ja, und der Schüler ist heute wieder hier bei uns und möchte ganz gerne den Versuch in einer anderen Form auch ganz gerne nochmal durchführen. Wie das Experiment aussieht, das wird er euch im folgenden Video zeigen. Also ich nehme ja an Jugendforsch teil und heute gibt es nochmal einen zweiten Versuch zu dem Projekt. Und der ist jetzt mit Messor barbarus oder Camponotus atriceps und der letztes Mal war ja mit Acromyrmex octospinosus. Und dabei laufen die Ameisen jetzt wieder über Gitter und so, aber auf den hier haben wir Papier diesmal raufgeklebt mit so einem Klebegummi und das wird dann halt abgezogen und neu raufgemacht und nochmal mit Alkohol abgewischt und dann können wir uns wirklich sicher sein, dass da kein Pheromon mehr drauf ist. Dazu werden wir jetzt genau drei Versuche machen und zwar einen, wo die Wegdifferenz sehr groß ist, dann einen, wo die Wegdifferenz kleiner ist, aber trotzdem noch der eine Weg länger ist als der andere und dann einen, wo die Wege beide gleich lang sind, sodass die Ameisen sich eigentlich auf beide Wege gleichmäßig verteilen sollten. Und wie beim letzten Mal mit Acromyrmex octospinosus ist es wieder mal so eine kleine Demonstration für Uncolony Optimization und das Problem des reisenden Handelsmanns. Und hier laufen sie, also sollen die Ameisen jetzt erstmal über ein ganz einfaches Netz zum Futter laufen und das erstmal erkunden und dann machen wir kompliziertere Netze. Also wir haben es jetzt mit der Messer ein paar Mal probiert, aber das hat nicht ganz geklappt, weil die einfach zu inaktiv waren. Und jetzt haben wir uns die Camponotus atriceps genommen und hier sind halt die Arena an der Seite und hier ist ein Nest und dazwischen ist jetzt unser Aufbau. Und die laufen jetzt darüber und sollen praktisch so ähnlich wie die Messer halt das Problem lösen und den kürzesten Weg finden. Wir haben jetzt einfach eine ganz normale Strecke aufgebaut, aber wir werden das gleich austauschen, wenn die den regelmäßig belaufen. Ich fange die mal ein. Also die Camponotus haben sich jetzt auf diesem Weg etabliert. Sie laufen jetzt relativ zuversichtlich immer von Arena zu Nest und dann werden wir jetzt gleich den ersten Versuchsaufbau machen. Wir haben hier einmal einen langen Weg und dann einen kurzen Weg. Diese kleinen Zwischendinger hier sind übrigens dazu da, um den Ameisen nicht von vornherein zu sagen, praktisch welcher von den beiden Wegen der längere ist, weil sie ja, wenn der Winkel halt im 90-Grad-Winkel, also wenn der neue Weg hier, der hier zum Beispiel, der würde jetzt so abgehen, also komplett irgendwie nicht in Richtung Nest, das ja da liegt oder Arena, die ja in der anderen Richtung liegt oder sowas, dann würden die Ameisen natürlich direkt checken, so wow, okay, das geht in die falsche Richtung, also da gehe ich lieber nicht lang. Arbeiterinnenverteilung auf beiden Wegen ist ungefähr gleich, allerdings auf dem kurzen Weg sind sie mal relativ schnell mit dabei, laufen einmal durch und sind dann zack im Nest oder in der Arena. Auf dem langen Weg hingegen sammeln sie sich hier an diesem Punkt, bleiben dann da eine Weile und laufen dann entweder zurück oder halt weiter. Könnte daran liegen, dass hier so ein starker Abbruch ist von der Richtung halt her und dass sie halt probieren in der Richtung weiterzusuchen, aber dabei müssen sie nach da oder eben andersrum. Gut, also auch nach einer ganzen Weile hat es jetzt kein eindeutiges Ergebnis gegeben, also außer vielleicht, dass sie hier auf diesem kürzeren von beiden Wegen eher durchgerannt sind und sich hier hinten ganz viel an dieser einen Stelle gesammelt haben und dass wir dann kaum noch Durchsicht hatten, welche jetzt angefangen hat, welche beendet hat. Jedenfalls haben wir es jetzt abgebaut und jetzt wird der zweite Versuch aufgebaut und da bleibt der kurze Weg gleich, nur dass wir neue Stangen draufbauen praktisch, neue Leisten. Und der lange Weg wird aber etwas kürzer, sodass die Differenz der beiden Wege nicht mehr so groß ist. Also wir schreiben auch immer auf ein E für beendet, also den Weg durchgelaufen. Und ein A notieren wir, wenn der Weg angefangen wird, aber die Ameise dann umdreht und sie zurückgeht. Also die hier geht gerade zum Beispiel zurück. Also ein A.
Momentan sieht es danach aus, als ob die Ameisen sich jetzt tatsächlich daran erinnern, dass das der kürzere Weg von beiden war, weil ganz am Anfang sind sie halt alle darauf geströmt, obwohl halt kein Pheromon mehr da war. Also hätten sie sich jetzt nicht anhand des Pheromons entscheiden können, diesen Weg von den beiden zu wählen. Also im Moment gleicht sich das jetzt wieder so ein bisschen aus. Das ist wie beim letzten Mal mit den Acromyrmex-Ameisen. Und zwar sprinten sie praktisch alle am Anfang auf den kurzen Weg, aber dann wichtet sich das dann doch irgendwie wieder so gleich. Zum Beispiel jetzt sind hier wieder ein paar über den längeren von beiden Wegen gelaufen, obwohl sie ja hätten eigentlich über den kurzen Weg laufen sollen, laut Memory. Es könnte sein, dass sie erst alle auf den kurzen laufen, dass sich dann beide Wege wieder aneinander angleichen und dass sich dann dabei doch wieder alle Ameisen auf dem kurzen versammeln. Gut, also das ist jetzt nochmal der Aufbau, wo beide Wege gleich lang sind und am Anfang, die ersten 10 Minuten, war jetzt wirklich wenig los, aber jetzt zeigt sich so mehr oder weniger gleiche Verteilung auf beiden Wegen. Also die Versuchsergebnisse sind jetzt beendet und wir haben uns abhängig von der Zeit aufgeschrieben, wie viele Ameisen welchen der beiden Wege genommen haben. Und das werden wir jetzt auswerten.